Tatsächlich nein, ganz genau. Ach. Ich sage, meine Weste ist so Was sind Sie weiß wie nochmal, schon Herr lange nicht Schulz? mehr. Sie haben doch Wirklich gesagt, Sie sind anerkannt. jetzt ein Ach, richtig. staatlich anerkannter Rechtsanwalt. Wie Ja, war das gestern? das ist ja Achso, Standard, ich ja. bin rezonsiliert oder so. Rezoliert. Resozialisiert. Rezonsiliert, ja. Resozialisiert, Kalle. Hier wird also der gemütliche Mittwoch, Donnerstag, Freitagabend sein. Samstag werden sie dann, denke ich, im Bahama Mama sein. So, dann kommt man hier vielleicht in der Mittagspause hin, Kaffee trinken oder so. Genau. Das klingt nach einer guten Kneipentour. Die letzten Absacker, um zu sterben, gibt es dann im Yellow. Da ist man im Norden, da kann man alles vollkotzen, da kann man pöbeln, da stört man keinen. Kalle? Ja? Ah, okay. Danke mal, warum hast du nicht immer die Polizeifrauen dran? So? Okay. Wir dachten, es ist Alter. Irgendwas, weil hier Blaulicht ist. Hm. Hast du dir mal vorne die Brunnen angeguckt, oder was? Nee. Aber anscheinend war gerade wieder wunderbar nichts. Hier ist nix. Da hinten Ihr die müsst Brunnen. Mir Mann. Nicht alle folgen. Ich bin mal kurz weg, nur folgen einem Das ist anderen. Ja kein Blaulicht. Guckt euch doch mal da hinten die Brunnen an, Alter. Blau und rot. Ach, Rekur, nö, schönen guten Abend. Ja, Herr Stahl. Reflektiert einfach mal das Wasser. Und wie viel Bier ist noch da? Och, Sie werden lachen, jetzt ist im Moment noch genug da, weil der Laden noch nicht so wirklich offen ist. Noch nicht so wirklich? Also kann man inzwischen rein jetzt, oder? Ja, im Moment haben wir so eine kleine Probelauf, würde ich sagen. Okay. Ja. Haben Sie jetzt mal eine Bestellung losgeschickt gehabt? Ja, ich versuche die ganze Zeit beim Importeur anzurufen, aber da geht ja, keiner. Ich hatte doch gesagt, wo Sie die Bestellliste hinterlegen sollen, weil dann hätten Sie heute Abend schon eine Lieferung bekommen. Ja, das werde ich morgen früh sofort erledigen, dann wird sie bis abends da sein. Und am Samstag ist dann fette Party, Herr Gouverneur. Ich habe auch schon Platz für Sie reserviert. Mann, das ist großartig. Ich muss mal gucken, ob ich Samstag überhaupt da bin, Herr Stahl. Ja, ich kann es auch nicht versprechen, aber ich werde auf jeden Fall später Eventuell habe ich Termin in Washington. Moment, ich guck mal. Ab 21 Uhr läuft die Party. Bis in die späte Nacht. Der Briggs? Ja. Wir mal auf ein Wort, bitte. Natürlich. Meine Fresse. Was denn? Was macht ihr beiden denn hier? Ach so, störe ich euch. Ich gehe ja schon. Nee. Bekloppt. Dann sind die auch Leute, das sind die Spinnenbrunnen da hinten. Ich bin doch an Rotes einem PD-Wagen und blaues vorbeigegangen. Governor. Ja? Liebe den Stadtpark, wie er ist. Aber die Menschheit ist verwirrt. Warum? Durch die blauen und roten Springbrunnen da hinten. Nee, da vorne steht wirklich denken ein Streifenwagen. Alle, dass hier irgendwo... Also der Oder? Herr Blum meint auch, er hat heute Probleme mit dem Telefon gehabt. Ah, okay, dann muss ich da nochmal mit der Netzbetreiber von mir reden. Aber da vorne soll wirklich ein Schreibwagen stehen, laut Anschalt. Mit Blaulicht? Ja. Ich sehe auch einen PD-Wagen da vorne, ich bin da vorbeigegangen. Also, Herr Schulz, die Leute sind, glaube ich, weniger verwirrt als Sie. Ich blende die Fahrzeuge einfach nur schon aus. Weil ich würde mit den ich hoffe, Fahrzeugen die nächsten so schnell Tage kommen nichts mehr. Die Flatbeds. Ja, das wäre für die Rollerablage, glaube ich, sehr vorteilhaft. Naja, ein paar wurden heute schon abgeschleppt, habe ich gesehen. Beginnt es. Was ist das? Keine mehr da. Da vorne. Die lagen noch da auf dem Gehweg. Das wird irgendjemand genommen haben und weggeräumt haben. Ja, mit dem Haken. Ah, ist das so Schulz? Haben Sie das heute auch gemacht? Bitte? Alter, kannst du einmal einen anständigen Druck? Haben Sie die Motorroller zum Exporteur geschoben, oder? Ja. Ich würde die zum Exporteur bringen. Mit Freigabe. Okay. Ich mache nur was Falsches. Warte, ich komme noch vorbei. Ich hab die Schnauze voll davon.
sowieso unpraktisch. Ich muss mich mal kurz entschuldigen. Vielleicht. Gut, wir bringen den Streifenwagen weg. Ich fahre. Ja. Und wir gehen weiter zur Verköstigung. Nee, und ich gehe nach Hause. Gute Nacht, die Mühe. Wir mal kurz noch reden. Also wenn du schlechte Laune hast, musst du nicht an mir auslassen, bitte. Nein. Ja, ich habe heute andere Sorgen. Aber du hast mir doch gesehen, dass ich da am Governor stehe. Ja, aber du hast dir vorhin schon einen Scheißton mir angewendet. Nein, es tut mir leid. Wie viel unsere alten Zeiten. Ja, schau dir letzte SMS an, bitte. Ich krieg keine SMS mehr mit, das nervt mich. Was? Ich krieg keine SMS mehr mit. Ja, bitte. Bitte, 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 bitte. Einfach irgendwo hinfahren, wieder in den Norden. Notfalls nehmen wir mein Auto oder dein Auto. Ich bin mit Waschbänke durch die Stadt. Zu Fuß. Ja, mit Fahrzeug darf man ja nicht maskiert rumfahren. Ja, dann laufen wir rum. Die Sache ist die, ich werde morgen meine Haare wieder rot färben. Ja, mach das. Ah. Ich glaube, die werden dich nicht besuchen, diese komische Roller-Dinger da. Ich sag mal so, vielleicht war es heute gut wissen, dass die uns immer noch suchen. Aber ich habe vorhin von Anschalt mitbekommen, dass 6 Leute lebenslänglich bekommen haben. Ja, denn. Da haben sie es schon verdient. Wie war das morgen, nicht mitten auf der Straße stehen bleiben? Nee, aber ich. Du murmelst die ganze Zeit. Ich darf ich nicht vor mich rummurmeln? Nein. Also dann, gute Nacht. Jo, ich bin schon gedacht, ich gehe jetzt mal auf Toilette noch schnell. Ja. Bis dann. Ist sie doch. Ach, da ist sie ja. Sie hat einfach die Tür zugemacht. Bicke. Sonst hört sie mich nicht, die Dame. Oh, ja, gut, dann kannst du die letzte Nachricht. Herr Flitzpiepen, nimm mal Haltung an, der Governor ist im Haus. Herr Gouverneur, Herr Gouverneur, bitte nehmen Sie Platz. Hier. Yeah. Also nein, die Dame nicht. Oder wollen Sie sitzen? Was hätte denn die Dame gerne? Ich gehe in den Stammplatz. Die Dame, ja, was hätte denn gerne? Ja, hier mit seiner Freundin kuscheln. Und der Herr Gouverneur? Ja, wo wollen Sie denn sitzen, Herr Gouverneur? Dann rutsch mal durch. Wow. Ich bin Frau Winter, die mag das. Sie können sich auch hier hinsetzen, wo Sie wollen. Darf ich Ihnen ein Bier anbieten? Ja, bitte alles außer was das Alkoholfreie. Okay, die Einstellung gefällt mir. Also wir hätten Tombstone Ale, Booty, dann Hawaii Big Wave und halt natürlich auch Vespucci Ale, das ist alkoholfrei. Erzählen Sie zumindest. Also ich muss schon sagen, die Ecke hat was, da hast du wenigstens alles im Überblick. Also willst du was zimmert, oder? Was sagen Sie zimmert? Was zimmert. Gefällt mir sehr gut. Ich glaube, meine Leber wird sich nicht so freuen. Können Sie ein bisschen lauter sprechen, Herr Governor? Nein. Okay. Okay. Ich grüße Ihrer Freundin gerne Sachen ins Ohr. So, bitteschön, Herr Gouverneur. Einmal am Boden. Ah, das Body. Sie wissen, was ich gerne trinke. Lassen Sie sich schmecken. Na, dankeschön. Und hatten Sie heute einen anstrengenden Tag, Herr Gouverneur? Herr Stahl, immer wenn ich Sie sehe, habe ich immer einen anstrengenden Tag. Was soll das denn heißen? User joined your channel. Nein, heute ging es tatsächlich. Und sonst hatten Sie ihn anstrengend, weil Sie meinen, heute ging es tatsächlich. Ich meine, Sie haben doch auch Bedienstete, machen die nichts für Sie? Bedienstete, ich habe Herr Pilz. So, dann sollten Sie vielleicht mal jemanden einstellen. Ja, das Problem ist, na, die hat noch nicht unterschrieben bis jetzt. Ah, okay. Aber das Problem ist, jedes Mal, wenn ich denke, ich habe eine neue Mitarbeiterin und einen neuen Mitarbeiter, redet Schulz mit dem und dann wollen die alle zum PD. Oh, wow.
Wissen Sie, ich stehe gerade da am Stadtpark, ich unterhalte mich so mit ihr, keine Ahnung, Schulz ist eine Minute drin im Raum und dann sagst du, oh ja, ich will zur State Police. Jawohl, ist aber das die... schön. Dann sollten Sie vielleicht Schulz mal ein bisschen an die Leine nehmen. Also nö, schon's gut, ich meine, Schulz rekrutiert gerade mehr Officer als Mayfield. Finde ich da dazu gut. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen Budget rüberschieben von den zwei anderen staatlichen Behörden hier. Ich habe schon nach einer Stempelkarte gefragt bei denen. Ja, der Punktesystem geht her, wenn man 5 Tage bei denen hintereinander drin ist. Payback-Punkte hier. Ja. Also für so viele Punkten gibt es einen Erste-Hilfe-Kasten, der funktioniert. Oder es gibt ein extra Röntgenbild. Heute kein Bild für Sie. Die Karma-Karte. Die Karma-Karte. Ja. Karma-Karte. Verdammt, hier kann man echt versitzen. Aber oh, kannst du. Ja, also ich freue mich wirklich, wenn die Badin regelmäßig offen wird. Ja. Ja. Ich glaube, es gibt einen richtigen Ansturm. Das Ding ist, es ist halt nicht so klar. Kalle, bist du fett oder was? Muss ein bisschen seitlich reingehen. Ich bin zu fett, Governor. Ich stehe aber dazu. Das Ding ist, oben klar, das Yellow wird bestimmt auch gut laufen, aber das ist halt eine typische Biker-Kneipe und du musst halt hoch in den Norden. Und hier kannst du halt auch nachmittags mal hin einen Kaffee trinken oder ich so. Ich habe auch schon zu Oskar gesagt, wenn er das Taxiunternehmen hat, werde ich der beste Kunde, wenn es Yellows auf hat. Naja. Was ist denn eigentlich jetzt aus meiner Konkurrenz geworden? Ich habe gehört, dass hier noch eine Anwältin in der Stadt ist. Hat sich ja niemand bei mir gemeldet. Sie will Anwältin werden, wie hießen die? Ariana Cortez oder so. Ach du Scheiße. Warum? Kennst du die? Ja, die hat mich schon mal angebaggert am Würfelpark. Ich dachte, du hattest was mit der. Ach, das war die mit den Badeln? Genau, das war die, die Schadensersatz wollte, weil sie vom PD zum Würfelpark joggen musste, weil bei uns keiner ist. Na, das war die Dia? Nee, Dia hat die geheißen. Dia war das. Nee. War diese Cortez. Nee, das war Dia Ochoa. Bei dir habe ich noch im Würfelpark kennengelernt. Ah, ja. Gibt's da noch eine andere? Mit bei so einem spanischen... Bei diese Dia ist nämlich schon länger da. Und die ist Kolumbianerin. Ich weiß es nicht. Kolumbianerin? Kommt aus Kolumbien hin. Es gibt schon viele kunterbunte Leute hier. Bestens eine getroffen ist aus Transsilvanien. Ah, Dia. Ja. Dita! Was? Die heißt Dita. Dieter. Die habe ich auch schon mal getroffen, ja. Dita. Mit Vornamen. Ja, die heißt Dita. Dita. Alles klar, Dita. Ja, das ist D-I-T-A, das ist ein Frauenname. Achso, nee, ich dachte, nee, die schreibt sich ganz anders. D-E-E-T-A. Oder ah, okay. Dieter wie Bohlen, oder was? Nein. Nee, das ist nicht so das Dieter, sondern das ist anders da. Oder Dora, Dita. Emi, Theodor, Anton. Na gut, andere Länder, andere Namenssitten, ne? Ja. Ist halt so. Na lass, jetzt hast du Musik ausgemacht. Aber ja? Frau Sky, nochmal ja. So, nur mal für mich. Haben Sie sich entschieden, zum State Police zu gehen, bevor Sie Schulz kennengelernt haben oder danach? Sag bitte danach. Wieso soll ich sagen danach? Ich glaube, Kalle wird als Rekrutierer angestellt. Ja. Nee, ich hab's davor. Mann! Kalle, da wird jetzt wieder ein Job geplatzt. Ich glaube, sie kenne ich noch gar nicht. Kannte sich da noch nicht. Kann die Welt nicht einmal für mich arbeiten? Wer heißt du, Sky? Nee, Frau Taylor, aber... Achso, ich habe sie nach ihrem Nachnamen gefragt, sie haben Sky gesagt. Ja, da habe ich sie wohl nicht verstanden oder ich habe ihnen einfach nicht zugehört. Sky Taylor, so oder was? Oh mein Gott, was für eine Namenskombi man jetzt machen kann. Blue, Winter, Cloud und Sky. Ja. Oh, wow. Also irgendwie wirkt das ganz schlechte Erinnerung bei mir. Ich musste ja extra Liegestütze machen, als ich hier eingereist bin. Ich weiß nicht warum, nur wegen meinem Namen. Das finde ich schon ein bisschen diskriminierend. Blue klaut dem Winter sein Sky, oder wie? Ja, so ungefähr. Aber wir haben ja auch noch Doppelblue. Oh mein Gott, stimmt. Ja, wir haben ja einmal Blue als Vornamen und einmal Blue als Nachnamen. Genau. Wir müssen heiraten. Wir müssen heiraten, ja. Blue. Und beide sind als Mechaniker irgendwo angestellt. Haley Lassenstein. Nee, passt nicht. Was? Lasse Winter. Na, Lasse Winter klingt genauso. Finde ich cool. Also, ja, Lasse Winter sein. Ja, Lasse Winter sein.
Das wird ein Doppelname, nicht Lassenstein, sondern Winterstein. Lasse Winterstein, ja. Bitte was? Lasse Doppelnamen Winter werden sein. Aber nicht vermischt, Herr Lassenstein. Okay, das wäre auch ein bisschen too much. Aber Lasse Winter passt doch. Nee, so weit sind wir noch Lasse nicht. Lasse Winter reifen oder was? Lasse Winter vorüber ihn. Können wir Thema wechseln? Frau bitte? Winter, denken Sie an unser Treffen am Samstag auf meiner Yacht? Um wie viel Uhr findet es denn statt? Warte mal, hier ist 21 Uhr Öffnung, dann würde ich sagen so 19 oder 20 Uhr. Ich weiß nicht, ich bin am ganzen Tag am Samstag unterwegs und weiß noch nicht, wann ich dann wieder im Start bin. Okay, müssen wir mal spontan gucken. Sonst würde ich einfach durchtelefonieren, wenn ich da bin. Jawohl. Ja, also, Lastenstein dürfen sie nicht fahren lassen, weil da kommt das Bier hier nie an. Also die Gebrüder Konrad sind momentan nicht erreichbar, oder was? Nö, da geht keiner ran, hab schon ein paar Mal probiert. Ja, uns geht auch langsam die Benzinkanister aus. Okay, dann vor als Anwalt vorübergehend Nebengewerbe, dann muss ich noch eine Spedition aufmachen, glaube ich. Kalle, das Multitalent. Herr Schulz, transportieren Sie dann immer original eingeschweißte Pakete, oder? Tatsächlich nein, ganz klar. Ach. Ich sage, meine Weste ist was so weiß. Was sind Sie nochmal, Herr Schulz? Ja. Ich habe gesagt, Sie sind jetzt ein anerkannter Rechtsanwalt. Wie ja, das ist ja Standard. Achso, ich bin rezonsiliert oder so. Rezonsiliert, ja. Resozialisiert, Kalle. Ja, ich hab's vorhin falsch gesagt, deswegen sagt er das jetzt auch immer so. Mach das, ich glaube, du hast hier Meerschweinchen in der Kneipe. Ja, der sagt ja auch zum Haftantritt, das ist Wellnessmontag. Wellnessmontag. Was, Wellnessmontag? Haft. But. Was machst du denn hier? But. Also, ich sage aber auch nur Leute, die noch nie Seife aufnehmen. Sag mal, was Gutes. Lassi, hast du schon zu viel getrunken, oder was? Nein, ich hab die Meerschweinchen gesucht. Ach so. Hey, ruhig, Lasse. Oh ja, ich hör's, ich halte mich gerade mit dem Gouverneur. Das ist Meerschweinchen. Theoretisch wird den Häftlingen ja was Gutes getan. Ich hab so ein Atemproblem, soll ich mithelfen? So. Solange es nur eine Meersau ist und keine Wildsau, so wie vorhin auf dem Würfelpark. Was, eine Wildsau? Ey, Mathis, lass uns die kleinen Meerschweinchen suchen, dann hast du für Samstag ganz viele kleine Spanferkel zu essen. Ja, wollte ich schon immer mal probieren. Es ist, glaube ich, in Peru eine Delikatesse, oder? Ja, genau. Put. Komm her. Ja, wo ist es denn? Jetzt. Sehen Sie, Herr Gouverneur, was Sie mit dem Bier anrichten, was Sie importieren lassen? Nein, das ist ganz normal. Gut, dann portieren wir gar keins mehr, Stahl. Das passiert auch ohne Bier. Prohibition. Wie, halt, stopp, Stahl, halt die Fresse. Ich glaube, Yellow Check-In verkauft sich Wasser, das ist echt gut.